Bitcoin-Miner erleben die niedrigsten Einnahmen seit 11 Monaten. Gestiegene Schwierigkeit und das Halving setzen der Mining-Industrie zu. Die Einnahmen im August belaufen sich auf 827 Millionen US-Dollar, 10% weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum August 2023 konnten die Einnahmen jedoch um 5% gesteigert werden. Die Mining-Difficulty erreichte im August ein Allzeithoch, was mehr Rechenleistung und somit geringere Einnahmen bedeutet. Trotzdem meldet Marathon positive Ergebnisse und folgt einer bullischen Full-Hold-Air-Strategie mit einem BTC-Nachkauf von 100 Millionen US-Dollar. Der Bitcoin-Kurs ist seit September 2023 von 25.000 auf zwischenzeitlich 73.500 US-Dollar gestiegen. Aktuell liegt er bei 57.000 US-Dollar. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.